Humboldt was the most famous scientist in Europe. How he became so famous is very interesting because you, it's, you have to bear in mind that he also lost that fame. So he was someone who was in. Alexandre de Humboldt or Alexander von Humboldt. Alexander von Humboldt. <laughs> y 1769 Napoleón. Hola amigos de Doble para América Latina y bienvenidos a este programa especial sobre Alexander von Humboldt. Podría sonar algo aburrido, pero tienen que saber que Humboldt sería algo como el primer mochilero que viajó a América Latina. 250 Jahre Alexander von Humboldt. Alexander von Humboldt. Politischer Essay über die Insel Kuba. Jardines y jardinius Sie hören ausgewählte Passagen des Essay Politique sur l'île de Cuba, Band 1, Seiten 339 bis 362. Und Band 2, Seiten 5 bis 26. Librairie de Gidefis, Rue Saint-Marc-Fédo, Nummer 20, Paris, 1826. Lesung und modernisierte Übersetzung aus der französischen Erstausgabe Marc Pusch, 2020. Während Herr Bonpland Tag und Nacht arbeitete, um unsere Sammlungen aufzuteilen und zu klassifizieren, sah ich mich bekümmert, tausend Hindernissen ausgesetzt, die sich einer unvorhergesehenen Abreise in den Weg zu stellen pflegen. Im Hafen von Havanna gab es nicht ein Schiff, das sich bereit gefunden hätte, uns nach Portobello oder nach Cartagena zu bringen. Die Personen, die ich zu Rate zog, ergingen sich darin, die Unannehmlichkeiten der Überquerung des Isthmus von Panama und die Langsamkeit der Navigation von Nord nach Süd, von Panama nach Guayaquil und von Guayaquil nach Lima oder Valparaiso übertrieben zu schildern. Je mehr ich meine Pläne gefährdet sah, um so drängender betrieb ich ihre Durchführung. Da ich keine Passage auf einem neutralen Schiff auftreiben konnte, mietete ich einen katalanischen Schoner, der sich in der Bucht von Batabano befand und der mir zur Verfügung stehen sollte, sei es, um mich entweder nach Porto Velo oder nach Cartagena de Indias zu bringen, je nachdem, wie das Meer und die Santa Marta Winde, die zu dieser Jahreszeit jenseits des zwölften Breitengrades noch gewaltig tobten, es erlauben sollten. Der prosperierende Zustand des Handels und die umfangreichen Beziehungen über die Havanna zu anderen Häfen, ja sogar im Pazifik verfügt, erlaubten es mir, finanzielle Mittel für mehrere Jahre zu beschaffen. Der General Don Gonzalo O'Farrill, der sich ebenso durch sein Talent auszeichnet wie durch die hohe Gesinnung seines Charakters, hatte einst als minister des spanischen hofes in meinem heimatland gelebt ich konnte auf der insel kuba meine preußischen einkünfte gegen einen teil der seinen eintauschen und die familie des respektablen bruders des generals don ignacio Faril y herrera wollte anlässlich meines unvermuteten aufbruchs aus havanna gerne zu allem beitragen was dem Vorankommen meiner neuen Projekte behilflich sein konnte. Wir erfuhren am 6. März, dass der Schoner, den ich gemietet hatte, bereit war, uns an Bord zu nehmen. Der Weg nach Batabano führte uns noch einmal nach Guines, zur Pflanzung von Rio Blanco. Ihr Besitzer, der Graf von Charukui Mopoch, versüßte unseren Aufenthalt mit allen Mitteln, die Geschmack und großes Vermögen bieten. Die Gastfreundschaft, die in der Regel mit dem Voranschreiten der Zivilisation abnimmt, wird auf der Insel Kuba noch mit genau so viel Nachdruck ausgeübt wie in den abgelegensten Teilen des spanischen Amerika. Damals war Batabano ein ärmliches Dorf dessen Kirche erst vor wenigen Jahren fertiggestellt worden war. Eine halbe Meile entfernt beginnt die Fienaga, ein sumpfiges Gebiet, das sich über 60 Meilen Länge bis zur Lagune von Cortés an der Mündung des Flusses Rio chagua erstreckt. Da wir nur eine Nacht in Batabano verbrachten, bedauerte ich es lebhaft, dass ich nicht genauere Informationen über die zwei Arten von Krokodilen einholen konnte, die die Cienaga bewohnen. Die Einwohner bezeichnen die eine Art als Kaiman, die andere als Krokodil, als Cocodrilo, wie man im Spanischen sagt. Anmerkung des Übersetzers: Tatsächlich handelt es sich bei der ersten Art nicht um einen Kaiman, sondern um das in ganz Mittelamerika vorkommende amerikanische Spitzkrokodil. Krokodilus acutus. Bei der zweiten Art handelt es sich um die nur in Kuba vorkommende Art des Kuba- oder Rautenkrokodils, Krokodilus rhombifer. Man versicherte uns, dass Letztgenanntes, da mit längeren Beinen ausgestattet, das Beweglichere sei dass es ferner eine spitzere Kinnpartie habe als die Kaimane und dass es sich nie mit den anderen verbände. Es ist sehr aggressiv und man behauptet sogar, dass es in Boote springen könne, wenn es die Gelegenheit fände, sich mit dem Schwanz abzustützen. Die extreme Kühnheit dieses Tiers war bereits bei der allerersten Expedition des Gouverneurs Diego de Velazquez beobachtet worden. Das Rautenkrokodil entferne sich bis zu einer Meile vom Rio Cauto und der sumpfigen Küste von Jagua, um auf dem Festlande Schweine zu erjagen. Man finde bis zu 15 Fuß lange Exemplare. Und die Bösartigsten verfolgten, so sagte man uns, sogar einen Mann auf einem Pferd, so wie es Wölfe in Europa tun, während diejenigen, die man in Batabano Kaimane nennt, so schüchtern seien, daß man sich nicht scheue, dort zu baden, wo diese in Scharen lebten. Da ich bei meinem zweiten Aufenthalt im Jahr 1804 nicht in die Thienaga von Batabano zurückkehren konnte, wollte ich die zwei Arten, die man Kaiman und Krokodil nannte, unter Aufbietung hoher Kosten nach Havanna bringen lassen. Lediglich vom Letzteren, dem Rautenkrokodil, brachte man mir zwei lebende Exemplare, dessen Ältestes über eine Länge von vier Fuß und drei Zoll verfügte. Man hatte große Mühe darauf verwandt, sie einzufangen. Mit Maulkörben versehen und gefesselt hatte man sie auf einem Esel transportiert. Sie waren stark und gebärdeten sich ausreichend wild. Um ihre Gewohnheiten und ihre Bewegung zu studieren, setzten wir sie in einem großen Saal aus, wo wir, nachdem wir auf hohe Möbel geklettert waren, beobachten konnten, wie sie auf große Hunde losgingen. Da wir während der sechs Monate auf den Flüssen Orinoco, Apure und Magdalena inmitten von Krokodilen gelebt hatten, erfreuten wir uns, bevor wir nach Europa zurückkehrten, noch einmal am Anblick dieser einzigartigen Tiere, die mit erstaunlicher Geschwindigkeit vom Zustand der Starre in den der ungestümsten Bewegung überwechseln. Die Exemplare der Rautenkrokodile, die man uns von Batabano als Krokodrilos schickte, hatten denselben Spitzenkiefer wie die Krokodile des Orinoco und des Magdalena, Krokodilus acutus. Ihre Farbe war ein wenig dunkler, schwärzlich grün auf dem Rücken und weiß auf dem Bauch. Die Seiten waren mit gelben Flecken gesprenkelt. Ich habe, wie bei allen echten Krokodilen, 38 Zähne im Oberkiefer und 30 im Unterkiefer gezählt. Am 9. März befanden wir uns bereits vor Sonnenaufgang unter vollen Segeln. Ein wenig eingeschüchtert durch die extreme Kleinheit unseres Schoners dessen Einrichtung es uns nicht erlaubte, woanders als auf dem Oberdeck zu nächtigen. Die Kammer, Cámara de Pozo, erhielt Luft und Licht nur aus der Höhe. Sie stellte ein wahres Lebensmitteldepot dar, in dem wir Mühe hatten, unsere Instrumente unterzubringen. Das Thermometer blieb beständig auf 32 bis 33 Grad Celsius. Glücklicherweise dauerte dieses Ungemach nur zwanzig Tage. Die Kanufahrten auf dem Orinoco oder die Reise auf einem amerikanischen Schiff mit mehreren tausend Arobas in der Sonne getrockneten Fleisches waren uns weniger beschwerlich erschienen. Der von flachen Küsten und Sümpfen gesäumte Golf von Batabanu Präsentierte sich uns als ausgedehnte Wüste. Die fischenden Wasservögel, die normalerweise vor den landbewohnenden Vögeln und den faulen Zamuros, Vultur Aura, auf ihrem Posten sind, kommen hier nur in kleiner Zahl vor. Wie in einigen Seen der Schweiz war das Wasser von bräunlich-grüner Färbung. Wenn die Sonne am Horizont erschien, nahm die Luft aufgrund ihrer extremen Reinheit diesen leicht kalten, fahlblauen Ton an, der unsere Landschaftsmaler im Süden Italiens zur selben Tageszeit so entzückt und vor dem sich selbst die fernsten Objekte mit bemerkenswerter Klarheit abzeichnen. Unser Schoner war das einzige Schiff im Golf, denn die Rede von Batabano wird fast nur von Schmugglern aufgesucht, die man hier höflicherweise Los Tratantes nennt. Wir hatten weiter oben bereits erwähnt, wie bedeutend Batabano für den Verkehr Kubas mit der Küste Venezuelas werden könnte. Da jedoch keine Ausschachtung vorgenommen worden war, ist das Wasser hier lediglich neun Fuß tief. Der Hafen liegt mitten in einer Bucht, die im Osten von der Punta Gorda und im Westen von der Punta de Salinas begrenzt wird. Aber diese Bucht wiederum bildet als konkaver Scheitelpunkt nur das Zentrum eines großen Golfes, der von Süd nach Nord fast 14 Meilen tief eingeschnitten ist, und der zwischen der Lagune von Cortes und dem Cayo de Piedras auf 50 Meilen durch eine unendliche Zahl von Untiefen und Inselchen abgeriegelt wird. Eine einzige große Insel, deren Ausdehnung viermal größer als Martinique ist, Anmerkung des Übersetzers, in Wahrheit ist sie nur doppelt so groß, deren Ausdehnung viermal größer als Martinique ist, und deren trockene Berge durch majestätische Koniferen bekrönt wird, erhebt sich inmitten dieses Labyrinths. Es handelt sich um die Isla de Pinos, die von Columbus El Evangelista und von den Navigatoren des 16. Jahrhunderts Isla de Santa Maria getauft worden war. Sie ist berühmt für ihr exzellentes und für den Handel bestimmtes Mahagoniholz, Svietenia mahagoni. Wir segelten Ost-Süd-Ost -Ost und nahmen den Engpass von Don Cristobal, um das felsige Inselchen Cayo de Piedras zu erreichen. Wo wir diesen Archipel verließen, den die spanischen Seefahrer von den ersten Tagen der Eroberung an, mit dem Namen Gärten und Gärtchen, Jardines y Jardinillos, belegt haben. Die weiter östlich gelegene, dem Kap Cruz benachbarte und Gärten der Königin, Jardines de la Reina genannte Inselgruppe, ist vom zuvor beschriebenen Archipel auf 35 Meilen durch offenes Meer getrennt. Anmerkung Alexander von Humboldts. Selbst in Havanna herrscht große Verwirrung, ob der geografischen Lage der sogenannten Jardines de la Reina. Die Jardines de la Reina, zwischen Cabo Cruz und dem Hafen Trinidad gelegen, sind in keiner Weise mit den Jardines y Jardinios bei der Isla de Pinos verbunden. Zwischen diesen beiden Inselgruppen befinden sich die Untiefen von La Paz und von Jagua. Anmerkung Alexander von Humboldt. Ende. Während seiner zweiten Reise im Mai 1494 gab Kolumbus den Jardines y Jardinillos ihren Namen, als er zwischen der Isla de Pinos und dem Ostkap Kubas 58 Tage lang. Gegen Strömung und Winde ankämpfte. Er beschreibt die Inseln des Archipels als grün, schön und voller Bäume. Verdes, llenos de arboleadas y graciosos. In der Tat ist ein Teil dieser ausgedehnten Inselgruppe sehr angenehm. Der Seefahrer betrachtet eine sich ständig verändernde Szenerie. Und das Grün einiger Inseln erscheint um so schöner, als es mit anderen Inseln kontrastiert, die dem Auge nichts als das weiß trockenen Sandes darbieten. Die Oberfläche dieses Sandes wird von den Strahlen der Sonne so aufgeheizt, dass man sie für die wogende Oberfläche einer Flüssigkeit hält. Durch den Kontakt mit Luftschichten unterschiedlicher Temperatur bringt sie von 10 Uhr morgens bis 4 Uhr abends die unterschiedlichsten Phänomene der Lichtspiegelung und der Fata Morgana hervor. An diesen verlassenen Orten wird die Landschaft vom Tagesgestirn beherrscht, das die Objekte, die sie mit ihren Strahlen berührt, in Bewegung versetzt. Die staubige Ebene wie den Baumstamm und den Felsen, der als Kapp ins Meer hinausragt. Von dem Moment an, an dem sich die Sonne zeigt, scheinen diese unbewegten Massen wie in der Luft aufgehängt, und auf dem benachbarten Strand bietet der Sand das trügerische Schauspiel einer von den Winden zart gekräuselten Wasseroberfläche. Eine Wolkenbank genügt, um hängende Baumstämme und Felsen wieder auf den Boden zu stellen, die wogende Oberfläche der Ebenen in Erstarrung zu versetzen, und jenen Eindruck verfliegen zu lassen, den die arabischen, persischen und indischen Dichter als süße Täuschung in ferner Wüsteneinsamkeit besungen haben. Trotz der geringen Größe unseres Schiffs und der lobenswerten Weisheit unseres Kapitäns liefen wir häufig auf Grund. Dieser war weich und es bestand zu keiner Zeit die Gefahr eines Schiffbruchs, Jedoch zogen wir es bei Sonnenuntergang vor, nahe der Enge von Don Cristobal Anker zu werfen. Der erste Teil der Nacht war von verehrungswürdiger Erhabenheit. Wir gewahrten in der Nähe der Erde eine unendliche Anzahl von Sternschnuppen, die alle derselben Richtung folgten und die der des Windes der in den tieferen Regionen der Atmosphäre herrschte, entgegengesetzt war. Die Einsamkeit jener Orte erinnert heute in nichts mehr daran, dass sie zu Zeiten des Kolumbus von einer großen Anzahl von Fischern bewohnt und aufgesucht worden sein muss. Um der großen Meeresschildkröten habhaft zu werden, bedienten sich die Ureinwohner Kubas damals eines kleinen Fisches. Sie befestigten eine sehr lange Schnur am Schwanz des Fisches Reves. Das ist der Name, den die Spanier dieser Art der Gattung Ichinhes gaben. Dieser fischende Fisch saugt sich vermittels einer flachen mit Saugnäpfen ausgestatteten Scheibe, die er an seinem Kopf trägt, am Panzer der Meeresschildkröten, die man sehr häufig in den engen und gewundenen Kanälen der Jardinios antreffen kann, fest. Der Reves, so sagt Christoph Kolumbus, ließe sich wohl lieber entzweihauen, als dass er unfreiwillig den Körper fahren ließe, an dem er haftet. An der nämlichen Schnur zogen die Indianer dann sowohl den fischenden Fisch, als auch die Schildkröte aus dem Wasser heraus. Erst nach drei Tagen konnten wir dem Labyrinth der Jardines y Jardinillos wieder entkommen. Jede Nacht lagen wir vor Anker und am Tage besuchten wir die Caius genannten Inselchen, auf denen das Anlegen aufs einfachste vonstatten ging. Je weiter wir nach Osten gelangten, desto ruhiger wurde die See, und wir lernten die Untiefen an einer milchigeren Färbung des Wassers zu erkennen. Am Rand eines Schlundes, der sich zwischen Cayo Flamenco und Cayo de Piedras befindet, stellten wir fest, dass die Temperatur des Meeres an der Wasseroberfläche schlagartig von 23,5 Grad auf 25,8 Grad angestiegen war. Die geognostische Zusammensetzung der felsigen Inselchen, die sich rund um die Isla de Pinos erheben, musste umso mehr meine Aufmerksamkeit erregen da es mich immer eine gewisse Mühe gekostet hatte, der Behauptung glauben zu schenken, dass die lithophytischen Korallengebilde Polynesiens sich aus großen Abgründen des Ozeans zur Wasseroberfläche hin erhoben. Es schien mir viel wahrscheinlicher, dass diese riesigen Massen auf einem darunterliegenden, möglicherweise vulkanischen Felsen lagerten, von dem aus sie in geringe Wassertiefen aufsteigen konnten. Auf dem Festlande waren wir, von Guines nach Batabanu, der teilweise kompakten und lithografischen, teils blasigen Formation des Kalksteins gefolgt, die sehr dem jurassischen Kalkstein gleicht. Dem bloß äußerlichen Augenscheine nach bestehen auch die Kaimanninseln aus diesem Stein. Wenn die Berge der Isla de Pinos in zwanzig Seemeilen zu sehen sind, muß ihre Höhe mehr als fünfhundert Teusen, 1000 Meter, betragen. Man versicherte mir, daß sie aus einem Kalkstein bestehen, der dem von Guines völlig gleicht. Folglich glaubte ich, dieses jurassische Gestein in den Jardinios wiederzufinden. Während ich jedoch die Cayos besegelte, die sich generell nur fünf bis sechs Zoll über die Wasseroberfläche erheben, fand ich lediglich ein brüchiges Gestein, das aus in Quarzsand zementierten, scharfkantigen Stücken von Korallen bestand. Was für öde Küsten! Nicht ein Licht kündet von der Kabane eines Fischers. Von Batabano bis nach Trinidad. Gibt es auf einer Entfernung von 50 Meilen nicht ein Dorf, nur mit Mühe findet man zwei oder drei Korallis genannte Schweine oder Kuhställe. Dabei war dieses Land zu Zeiten des Kolumbus sogar entlang seiner Küsten bewohnt. Wenn man dort den Boden aufgräbt, um einen Brunnen anzulegen oder wenn während großer Überschwemmungen Sturzbäche die Oberfläche durchwühlen, kann man steinerne Äxte, und manche Utensilien aus Kupfer finden, Relikte der ausgestorbenen Bewohner Amerikas. Alexander von Humboldt. Politischer Essay über die Insel Kuba. Hardines y Hardinius. Sie hörten ausgewählte Passagen des Essay Politique sur l'île de Cuba. Band 1, Seiten 339 bis 362 und Band 2, Seiten 5 bis 26. Librerie de Gidefis, Rue Saint-Marc-Fédo, Nummer 20, Paris, 1826. Lesung und modernisierte Übersetzung aus der französischen Erstausgabe Marc Pusch,